Shalom, Achim, Achim, Achimiot. Schuh, אנחנו נפגשים ביום חדש. Wir setzen unsere Lehre fort, die so wichtig ist, über den Heiligen Geist, über die Frucht des Heiligen Geistes in unserem Leben. Wir wollen uns erinnern, was wir gelesen haben über das Kapitel der Liebe in Korinther 13. Wir tun alles. Wenn wir alles tun, wenn wir unser Geld aufgeben und tun alles, alles, alles und sogar opfern unser Leben mit dem schlimmsten, schrecklichen Tod von Verbrennen. Aber wenn wir keine Liebe haben, ist das alles nicht wert. Die Frucht des Heiligen Geistes, die mit Liebe beginnt. Wir haben gelesen und geredet über Freude, Friede und Langmut und Freigebigkeit. Im Deutschen steht da Freundlichkeit. Und heute sprechen wir über Gnade. Im Deutschen steht da Güte. All diese Frucht wächst in uns aus der Gegenwart und unserer Verbindung mit Gott durch den Heiligen Geist. Das ist, was Gott möchte. Höre Israel, der Herr unser Gott ist ein Gott. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und ganzer Seele und ganzem Gemüte. Als sie Jesus gefragt haben, was ist das größte Gebot, das war dies Gebot, das er zitierte, Gott lieben. Dieses Verhältnis, wir lesen im Evangelium des Johannes 14, Vers 23, dass wer ihn liebt und das Wort Gottes befolgt, dann kommt Jesus und der Vater in uns zu wohnen. Und dann liebt er auch uns. Das ist ein Verhältnis der Liebe. Das kommt auch im selben Kapitel 14, in Vers 15 und Vers 21 und dann kommt es zu Vers 23. Und all dies spricht über ein System der Liebe, wie Gott es versteht. Und das ist, was er bei uns haben will. Das ist, was er in unserem Leben haben will. Dieses System der Liebe, wenn er in uns ist, wenn der Heilige Geist in uns ist und wir ihn lieben, dann wächst diese Frucht in uns. Und heute reden wir über die Gnade, in Deutsch Güte. Dieser Ausdruck der Frucht des Geistes von Gnade. Ich möchte zuallererst reden, was ist Gnade? Gnade ist das Gute, das Gott uns getan hat und wir nicht verdient haben. Wir haben Strafe verdient. Wir alle sind Sünder. Wir sind mit unserer sündigen Natur geboren worden. Wir alle ohne die Gnade Gottes würden eines Tages nach dem großen Gericht im Himmel in der Hölle landen. Es ist die Gnade Gottes, dass er Jesus gesendet hat, um für uns zu sterben, um uns den Weg zu öffnen, um gerettet zu werden, um von dieser Zukunft gerettet zu werden. Es ist die Gnade Gottes, dass er uns liebt, dass er uns hilft, dass er uns bewahrt, dass er uns lehrt, dass er sich mit uns beschäftigt, dass er in uns wirkt und er möchte die Arbeit, die er begonnen hat, in uns zu Ende führen, dass er mit uns geht, dass seine Augen den ganzen Tag auf uns gerichtet sind. Alle Haare unseres Hauptes sind alle gezählt, dass er für uns sorgt, was wir brauchen. Das ist alles Gnade, Gnade Gottes. Aber hier ist die Rede über die Gnade, die in uns wächst. Das Gute, welches wir bereit sind, für andere zu tun. Güte des Herzens, die wir tun können, die in uns wächst im Verhältnis mit anderen. Ich möchte vorlesen, Epheser 4, Vers 32, es steht geschrieben, seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Gut sein, einfach gut sein zu dem anderen. Das Gute tun, das Gute für den anderen wollen, nicht das Böse, nicht Neid, nicht Streit, nicht einen Willen haben, Schmerzen zuzufügen, nicht rächen wollen oder zurückzahlen, sondern gut sein, auch wenn jemand mir Böses getan hat. Und ich gebe ihm Gutes zurück. Nach dem Beispiel Jesu, unserem Lehrer, seid gut einer zum anderen. Seid barmherzig. Du hast ein barmherziges Herz, weil du den anderen liebst. Und du erbarmst dich über ihn. Du möchtest nicht seinen Fall. Du möchtest nicht sein Böses. Du möchtest, dass es ihm gut geht. Über wen muss man sich erbarmen? Über die Starken muss man sich erbarmen? Nein, über die Schwachen. Auch jemand, der einen Fehler gemacht hat, der gefallen ist,
der Hilfe benötigt und vergebt, die Bereitschaft zu vergeben dem anderen, der uns verletzt hat. Auch dies alles kommt aus dieser Liebe heraus, diese Frucht des Heiligen Geistes, diese Gnade, diese Güte des Herzens für den anderen. Alles kommt aus dem heraus, dass Gott uns vergeben hat und wir sind gerufen, dem anderen zu vergeben. Seht, was in Galater geschrieben steht, in Kapitel 6, Vers 1 und 2. Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Nochmal Gnade, die Bereitschaft, die Hand zu reichen, dem einen, der von einer Übertretung übereilt wurde, von einer Sünde übereilt wurde. Wenn wir geistliche Menschen sind, das heißt, dass der Heilige Geist in uns ist, dann wollen wir ihm helfen, ihm die Hand reichen, ihm helfen und ihn aufrichten. Das ist Liebe, der Wille, den Sünder wieder aufzurichten. Es gibt Menschen, die sind sehr hartnäckig, sehr hart und die müssen durch einen schweren Weg gehen. Je mehr der Mensch hartnäckig ist, je mehr er stolzer ist, so wird sein Weg schwerer sein und das Werk, das Gott in seinem Leben machen muss, wird mehr wehtun. Aber das ist ein Schmerz, der dazu gedacht ist, den Menschen zur Buße zu bringen. Aber wir wollen, soweit es möglich ist, gütig sein, aufrichten, helfen, Gnade mit dem anderen tun, was ihm nicht gebührt. Gnade kommt auch zum Ausdruck in Jakobus 1, Vers 27. Da steht geschrieben, Jakobus 1, Vers 27, eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, ist es, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. Waisen, sie sind jung und haben den Vater verloren und vielleicht auch die Mutter. Aber auch wenn sie den Vater verloren haben, der den Unterhalt verdient, wie auch immer, jede alleinerziehende Familie weiß, wie schwer es auch heute mit dem Leben und den Aufgaben ist. Auch für die Kinder sorgen und auch verdienen, das ist eine riesige Last. Dann besuchen wir. Wir haben ein Herz, wir kümmern uns, wir schauen auf sie, nicht denken, es geht mir gut, alles ist in Ordnung und das ist es. Und von mir aus können alle den Bach runtergehen. Nein, nein. Für Gott ist das ein Dienst. Das geht auch zurück zu dem, was wir gestern gesprochen haben, über Großzügigkeit. Aber Gott sieht das als einen Dienst an, den wir für ihn tun, für die Waisen und Witwen sorgen, auf sie schauen. So all diese Taten und auch noch viele andere Taten kommen von der Frucht des Geistes, der Güte des Herzens, der Gnade heraus. Wo wir bereit sind, dem anderen zu geben, aus der Liebe Gottes heraus, der uns vorher geliebt hat. Und jetzt lieben wir die anderen. Möge Gott helfen, auch heute, dass wir Menschen der Gnade sind. Nicht nur Menschen der Gerechtigkeit, nicht nur Menschen des Gerichts oder Menschen der Wahrheit. Alles ist wichtig. Wahrheit ist wichtig. Gerechtigkeit ist wichtig. Gericht ist wichtig. Alle drei sind sehr wichtig, aber sie müssen ausgewogen sein mit Gnade, mit Liebe, mit Erbarmen, mit Geduld gegenüber dem anderen. Möge Gott uns helfen, auf diesem Weg vorwärts zu gehen, welches die Feuersäule in unserem Leben leuchtet, in unser Herz leuchtet an diesem Tag. Ich liebe euch. Bye, liebe Brüder und Schwestern.